Alles vorhanden hier. Ich weiß auch nicht, warum wir uns jetzt Küche mitgenommen haben. Besteck, Mikrowelle, Biergläser, Kaffeetassen, Wasserkocher, Herdplatten. Ja gut, der Backofen fehlt vielleicht noch. So, machen wir hier mal an. Da hätte man Trangia daheim lassen können. Mhm. Schau, mit Reisetomaten. Die sind nur aus eigener Ernte. Die sind mitgefahren. Semmeln kann man bestellen vorne. Kaffee und Milch haben wir selber dabei gehabt. Ja, ansonsten ist alles da, was man braucht. Da können wir jetzt gemütlich im Warmen frühstücken. Ja. Zusammenpackt haben wir schon ziemlich viel. Nachher das Zelt abbauen und dann setzen wir die Reise fort. Ja, geht's wieder nach Haus. Was machst du? So, wir verlassen unseren schönen Campingplatz wieder. Ui, 10:30 ist schon. Jetzt haben wir aber ganz schön rumtrödelt. Schauen wir mal, ob wir da hinten rauskommen. Diesmal haben wir keinen Campingplatz-Rundgang gemacht. Gestern Abend hätten wir Zeit gehabt. Ui, aber da war es schon dunkel. Ja, und jetzt, nachdem es jetzt ja eben schon 10:30 vorbei ist, schauen wir jetzt, dass wir heimkommen. Kommen wir durch? Schauen wir mal, ob es durchgeht mit unserem LKW. Ja. Das war nicht einfach. Geht nicht, gell? Ja, komme ich schon durch. Ich muss halt den Lenker. Ja. Jetzt hänge ich mit der Tasche. Gut. Ah, jetzt sieht man hier noch mal den Stausee, aber wir fahren jetzt dann eh drüber. Das ist jetzt die Staustufe bei Lechbruck. Keine Ahnung, wie vielte vom Lech. Und wir fahren jetzt also auf die andere Seite vom Lech, bleiben glaube ich auch fast bis daheim dann drüben, weil wir fahren jetzt natürlich einen anderen Weg zurück, als wir gekommen sind. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, mit zwei Fernradwegen, die von Königsbrunn nach Füssen gehen, nehmen wir jetzt den Radweg Romantische Straße. Thank you.
Während wir hier jetzt also von Lechbrück, Lechbruck rüberfahren, so ein bisschen nördlich von Steingaden, also quasi dazu bringe erstmal zum Radweg Romantische Straße, ein paar Worte zum Campingplatz. Das ist ein 4-Sterne-Campingplatz. Ausrüstung super. Ganz moderne sanitäre Anlagen. Alles in geschlossenen Räumen. Ja, weil da ja auch Wintercamping möglich ist. Also alles angenehm warm. Alles in Ordnung, alles sauber. Wagen. Kann man also sehr empfehlen, den Campingplatz. Liegt ja direkt am Radweg Via Claudia, heißt ja auch Camping Via Claudia. Also bestens geeignet, wenn man eine Radtour an der Via Claudia macht. Unser Zelttest war auch gut. Jahreszeitlich bedingt haben wir halt jetzt mit viel Kondenswasser zu tun gehabt. Haben es jetzt noch ein bisschen abtrocknen lassen und müssen es halt daheim dann nochmal aufbauen. Strecke ist jetzt hier etwas hügelig. Und ja, ich denke danach so ab Peiting oder so werden dann immer so viele Anstiege kommen. Tendenziell geht es ja dann sowieso bergab, bis wir daheim sind. Das letzte Stück kennen wir ja gut. Der ist auf jeden Fall flach. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Also zwischen Schongau und Landsberg kennen wir es jetzt noch nicht. Dann schauen wir mal, was da alles auf uns zukommt. Und spannend wird natürlich auch noch das Wetter. Bis jetzt sieht es ja noch relativ gut aus. Wenn man so sonnig wie gestern. Kann auch sein, dass heute Nachmittag noch ein bisschen Regen kommt. Ja, schöne Strecke hier und nicht unanspruchsvoll. Das geht jetzt doch dauernd so ein bisschen rauf und runter. Haben wir schon ein bisschen zu tun. Also, was haben wir hier alles? Ah, jetzt sind wir schon auf dem Radweg Romantische Straße. Jetzt haben wir ihn schon. Peiting 6,8 Kilometer. Der sagt jetzt hier links, das machen wir aber nicht. Nee, hier fahren wir nicht links. Was ist das für ein Schmarrn? Nee, da fahren wir nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Wir fahren geradeaus weiter. Das war ja die Beschilderung. Wie würde der Bike Mike sagen? Kopiertes Gelände. Hier haben wir jetzt gerade die B17 überquert. Auf der anderen Seite, irgendwo da hinten, ist der Lech. Da ist so die lange Lechbrücke. Mal schauen, der Johannes gibt es vielleicht aufs Foto. Und wir fahren dann hier weiter Richtung Peiting. Hier haben wir gerade einen Blick auf den Hohen Peißenberg. Und dann sind wir jetzt in Peiting. Wir haben jetzt nur 74 Kilometer.
Schongau überqueren wir jetzt den Lech. Aber ich meine, dass wir nachher nochmal überqueren. Werden wir sehen. Ich meine, wir fahren dann auf der anderen Seite weiter. Aber wir schauen mal. Gut, 20 Kilometer sind wir gefahren, 70 haben wir noch. 200 Höhenmeter haben wir gefahren. Jetzt kriegen wir einen Test hier. Was wir an Steigung schaffen. Schauen wir mal. Ja, 16. 15-16%. Scharf links! Nee, da links. Was? Wir müssen da rein. Aber schreit dann. Ja, weil ich es dann von unten nicht gesehen habe, wo es links geht. Da müsste es rechts gehen. Oder steht nichts dran? Warte mal, da runter, glaube ich. Oh. Ja. Ui. Oh ja. Jetzt wird's ja spannend. Aufnahme. Ja. Jetzt kriegen wir die Härtetests. Bergauf wie bergab. Fahrrad frei. Ich glaube, wir müssen geradeaus. Schauen wir mal. Und wahrscheinlich dann über. Steht's dran, ja, hier geht's weiter. Genau. Ja, ich glaube, irgendwann einmal sind wir gleich mit Via Claudia und dann teilt sie es wieder. Fahrradweg, da steht's ja dran. Kommt schon wieder so eine Schikane. Aha. Oh ja. So, da geht irgendwie der Radweg weiter. Aha. Da oben dann rechts. Ja, da ist schon zu tun heute. Profil, gut, ein bisschen noch bergauf. Und dann dürfte das gröbste geschafft sein an Steigungen. Was sagt denn der noch hier? Ja, noch 500 Meter Aufstieg bis zum Ziel, das kommt mir viel vor. Ja, schauen wir mal. Was haben wir jetzt gefahren? Aufstieg 2,43, Abstieg 2,64. So, hier sind wir jetzt an der Via Claudia angekommen. Das heißt, jetzt gehen die beiden mal ein Stück parallel. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit. Oh. So. Schreiner, Kaffee, romantische Basilika. Na gut. Oh.
Hier links ist die Franz-Josef-Strauß-Kaserne, Altenstadt. Da vorne am Baum. Auf dem Bänkle haben wir schon mal Pause gemacht. War das jetzt die 2018 oder die 2019er Tour? Wann sind wir von Füssen gekommen? Bei der ersten? Ja, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Wie sind wir denn heimgefahren? Also bei der ersten sind wir auf jeden Fall an die Schlösser vorbeigefahren. Bei der ersten? Ja, von Füssen, da sind wir die Schlösser gefahren. Also war es bei der ersten 2018. Gut. Oh ja, wo? Das Lagerfeuer muss man mal anzünden. Kerzle. Okay, Pause auf der Stelle. Hier bei der Kesselalm machen wir jetzt eine kleine Mittagspause. Den Platz haben wir ja bei der Herfahrt schon gesehen. Wir sind jetzt immer nur auf dem Stück, wo die beiden Radwege parallel laufen. Aber ich glaube, bald teilt es dann. Also jetzt schauen wir mal, ob der Handwerker das kann. Ja. Ja. Weg ist er. Gut. Und jetzt? Prüfung bestanden. Kann man Schreiner werden. Ja? Gut. Wenn man genug Radler mit von daheim mitnimmt, gell? Ja. Und heimbringen ist nicht mehr. Dann hat ihn endlich mal erleichtert. Ja. Ja. Prost.
Sind wir jetzt hier an der Litzauer Schleife, oder? Nö. Nee. Ach, Schmarrn, die ist ja südlich von Schungau. Aber irgendwas mit Lech. Wir gehen beide nach rechts, oder? Ja, rechts müssen wir auf jeden Fall. Ach so, dann sind wir erst in Eppbach. Landsberg, 18 Kilometer. Es kann jetzt aber auch sein, dass wir in Eppbach anders fahren. Da müssen wir jetzt schauen. Feuerle angemacht. So, jetzt, nee, da noch nicht. Irgendwo soll es jetzt rechts gehen. Also da fahren wir jetzt rechts. Und Via Claudia geht geradeaus weiter. Also hier teilt es jetzt wieder. Oh, 13%. Oh. Da geht's ganz schön auf. Das war jetzt ein ganz schön derber Anstieg, he? Jetzt sind wir auf über 700 Metern aufgefahren wieder. So, in Pilgertshofen schicken sie uns wieder durch die Gegend. Inzwischen haben wir jetzt Landsberg erreicht. Navigation spinnt gerade. Hat jetzt aber trotzdem, oder steht jetzt Radweg rechts?
So, nachdem wir jetzt irgendwie gar nichts mehr gefunden haben, also Navi wollte nicht mehr so richtig, Schilder waren diffus, Akku von der Kamera war leer. Gut, jetzt fahren wir einfach mal runter in die Altstadt von Landsberg. Und jetzt da runter. Jetzt müssten wir ja doch gleich unten sein, oder? Da ist jetzt der Hauptplatz oder wie der heißt, keine Ahnung. Ja, da fahren wir mal durch das, gehen wir mal durch das Tor. So, mal wieder über den Lech. Rechts. Inzwischen sind wir jetzt auf einem uns wohl bekannten Weg zwischen Landsberg und Königsbrunn, am Lech entlang. Welche Staustufe ist das jetzt? Kaufering. Okay, und wir haben nur 28 Kilometer. Also wenn alles gut geht, sind wir bis 17 Uhr daheim. Da wird es dann bestimmt auch schon dunkel oder dämmerig. Also nachdem wir jetzt auf einem uns wohlbekannten Weg fahren, können wir mal ein kleines Fazit schon ziehen. Wie hat dir die heutige Strecke gefallen? Romantische Straße. Ja gut, ab Landsberg halt. Ja. Gut, und das Stück, was wir schon doppelt gefahren sind. Ansonsten fand ich eigentlich genau das Stück
bis Landsberg, was wir nicht gekannt haben. Also von Eppach bis Landsberg fand ich jetzt nicht so schön. Und da waren heftige Steigungen drin. Ja, kann man sich sparen. Fahrt man lieber die Via Claudia. Das ist schöner. Wie viel es dann insgesamt ausmacht von den Höhenmetern, werden wir dann sehen. Aber da wir ja tendenziell bergab gefahren sind, sind wir wahrscheinlich trotzdem mehr Höhenmeter gefahren als auf dem Hinweg. Ja, schauen wir mal, was die Auswertung dann sagt. Gut, und nach dem Akku schauen wir dann kurz, bevor wir daheim sind. Ein letztes Mal über Lech bei der Staustufe 22. 8 Kilometer haben wir jetzt noch. Ja, vielleicht nochmal zur Ergänzung, jetzt von der Strecke Romantische Straße, das Stück zwischen Eppach und Landsberg, was uns nicht so gut gefallen hat, war jetzt nicht nur, weil da so Steigungen waren, sondern da sind wir auch sehr viel an der Straße gefahren, während jetzt die Etappe von Landsberg bis hier natürlich schon schön ist, am Lech entlang und hier am Lochbach. Für uns ist das halt so nichts Besonderes, weil wir es in- und auswendig kennen. Dann nimmt man das gar nicht mehr so wahr, aber es ist schon eine sehr schöne Strecke hier. Und deswegen fahren wir sie ja auch so oft und immer wieder gerne. Ja, dann können wir jetzt gleich mal zu unserem Fazit kommen. Also ich habe jetzt nur eine Reichweite von 41%, also Reichweite, nein, ich habe Restakkuladung 41%. Bis daheim. Ja, 41% habe ich noch. Also ohne Nachladen wäre es nicht gut gegangen. Und bei dir? Ja, der Johannes hat eine Challenge gemacht. Der ist jetzt, glaube ich, die ganze Zeit ohne Unterstützung gefahren. Der hat seine 41% gehalten. Also der hat es ohne Nachladen gemacht. Geht schon. Ja, war uns aber schon durchaus fordernd. Da sind wir jetzt zu heftig gewesen. Weil das Gepäck, gerade wenn es bergauf geht, das merkt man natürlich dann schon gescheit. So im Ebenen ist ja kein Problem. Jetzt haut er ab. Jetzt gibt er nochmal alles. Ja, wir haben jetzt noch gute 3 Kilometer. Aha, da hinten sieht man gerade die Sonne, kurz vor Sonnenuntergang. Also kommen wir wenigstens bei Helligkeit noch heim. Es ist jetzt 16.52 Uhr. Und ja, war eine schöne Tour. War ja jetzt mal zum Test mit dem vielen Gepäck und mit der Übernachtung im Zelt. Hat alles gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob wir es heute früh gesagt haben. Also im Zelt hat es uns nicht gefroren. Bei diesen Temperaturen, ich weiß nicht, was es gehabt hat, 7, 8 Grad vielleicht in der Nacht.
man sich ein bisschen warm anzieht und dann einen Schlafsack, geht das ganz gut. Und mit der Isomatte und Thermarest waren wir auch von unten ganz gut isoliert. Also ein gelungener Test. Und jetzt die letzten 3 Kilometer noch bis heim. Die Uhrzeit vorhin, die hat jetzt nicht gestimmt. Das war nämlich erst 16.43 Uhr und das 16.52 Uhr war die voraussichtliche Ankunftszeit. Ja, jetzt ist es 16.53 Uhr, also das hat ganz gepasst. Und wir freuen uns, dass wir wieder da sind.